Wir machen jetzt gerade mal ein bisschen Brücke auseinanderrupfen. Schade. Aber wenn wir die noch ein bisschen länger kriegen. Ich weiß hier den Split Join reinmachen. Und das hier mal deleten. So. Die Straße darüber, ja? If you understand what I mean. So, die ganze Brücke müssen wir auseinanderrupfen wie ein Hühnchen. Entschuldigung, liebe Tierschützer. War nicht so gemeint. Was haben wir jetzt auseinandergerupft? Na, sag mal. So, wunderbar. So, Expand plus 50. Das funktioniert schon mal nicht so ganz. So, den Splitschein machen wir jetzt einfach mal raus. War einfach zu eigentlich auch. Deswegen, okay. Schon kapiert. Ja. Nein, der sauft mir ab. Der sauft mir ab. Ich weiß, da bekommen wir dann zwar einen Bonus nicht, aber ich meine, haben wir es immerhin schon mal, dieses Level. So, sorry, dass ich jetzt gerade so lange dran rumdoktor, aber es muss sein, weißt du? Es gibt einige Level, die sind halt ein bisschen komplizierter. Genau wie Menschen. Einige sind auch echt kompliziert. So. So, den ganzen Lachs da unten können wir uns eigentlich echt sparen. Ja, ist doch eigentlich im Prinzip egal, was er macht, oder? Er rupft die ganze Brücke auseinander, ist doch toll. Genau, reißt den Teil weg. So, wir machen das jetzt nochmal. Und zwar jetzt müssen wir nur noch irgendwie... So, da so ein bisschen Lachs rausschmeißen. Okay, wieder das hier brauchen wir. Aber das Ganze hier, das können wir uns echt sparen. Brauchen wir überhaupt das ganze untere Gezeter hier jetzt? Mal schauen. Ist jetzt zwar nicht stabil, aber... So, die Auseinanderrupfbrücke. Jetzt hat er allerdings zu viel weggerissen. Okay. Quietsch. Das ist also wichtig. Was wahrscheinlich nicht so wichtig ist, ist, dass das jetzt hier Holz ist halt. So, das kriegen wir schon mal hin. Gut. Okay. Ein bisschen kleiner machen das da vorne. Diese imposante Auffahrt braucht doch keiner. Mal schauen, ob das auch so geht. Aha, wo bricht das jetzt? Wie das da. Das muss tatsächlich Stahl sein. Ansonsten packt der das nicht. Ui, Oberbudget, weißt du? Max Oberüberbudget, das ist schon mal klar. Ist aber immer noch nicht so ganz im Rahmen. Das bedeutet 952. Wenn das jetzt bricht, dann heul ich. Ja, sehr gut. Nummer Uno ist schon mal drüben. Nummer Duo hat schon mal da hinten den ganzen Lachs weggerissen. So, Nummer 3 kommt. Ah, er bricht. Warum brichst du? Okay, folgender Plan. Einfach das kleine Dingchen in Stahl setzen. Thank you.
Jetzt haben wir hier so einen Strebenteil, nicht? Das ist wichtig. Beziehungsweise wir ziehen das hier einfach nochmal in die Länge. Machen hier wunderbares Holz rein. Machen das nochmal ein bisschen größer. Machen das hier ein bisschen kleiner. So ein pompöses Ding hier drüben braucht doch eh keiner. Oh, der schafft schon mal ohne Probleme. Fetto. So, dann haben wir immerhin schon mal kein Oberbudget. Dann kriegen wir immerhin 2 Punkte für den 3. Den dritten Punkt würden wir kriegen, wenn die ganze Brücke nie Stress hat. Also nie 100% Stress. Aber gut. Haben wir es halt leider nicht geschafft. Sorry. 2.9. Sloped Drawbridge. $50,000. Wood, Seal, Hydraulic, Rope and Cable. Und was ist jetzt daran so toll? Oh nein. Oh nein! Das ist in der Tat ein Problem. Das ist in der Tat ein echtes Problem. Warte ganz kurz, wie geht das? Okay, die beiden Autos fahren gleichzeitig. Packt das doch niemals. Du bist ein Nichts. Oh Fred, du bist ein Nichts. Nein, Mami, nein. Ja, das ist eine kleine Problematik, die wir jetzt hier haben, nicht? Eine richtige Problematik. Ich weiß gar nicht, warum ich das Wort so mag, aber ich find's cool. It's cool. Okay. So, wer sich gegen meine Problematik stellt, der kriegt mit mir eine echte Problematik. So, mal schauen. Hier. Da so, knallen wir mal noch den Schmarrn hier rüber. Ich weiß jetzt halt gar nicht, ob das halten wird, ne? Weil. You know what I mean with. Wir werden höchstwahrscheinlich unter Wasser ein bisschen bauen müssen. We all dry with the yellow submarine. Entschuldigung. Was heißt Entschuldigung? Ist doch schön. Es ist Musik, Leute. Es ist Musik. Nicht Mutter. Weißt du? Das war noch richtig damals, ja? Das war noch Hardcore, ja? Ey, da hab ich mir immer meine tollen, kurzen Badeslips mit Leopardenmuster hab ich mir da immer fest angezogen, als ich das hier gehört habe. Ja, ja. Bin ich immer zu meinem neuen Jolf gerannt und hab dann die ganzen italienischen Weiber versucht anzupacken. Ey, das war noch Zeiten, du. In den 70ern. So. Na gut, das war ja nicht 70er, das war ja 60er, aber naja. Was soll's? Oder, ach komm, was. Wer braucht schon Geschichte? Krinska, hast du das gerade echt gesagt? Ja, ha. Und nein, ich meinte es nicht ernst. So. Ja. Den ganzen Lachs hier drüben müssen wir auch noch abstützen. Das ist ein Problem. Das ist eine echte Problematik. Wie wahrscheinlich der Grinsekar sagen würde. Zum Glück bin ich der ja nicht. Ach. Stell dir mal vor, du müsstest Grinsekar sein. Ugh. So. So. Haben wir das schon mal? Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie den Stahl verwursten. Das wird natürlich auch sehr gut halten. Oh, muss man tatsächlich sehr gut halten. Ja, das ist ein bisschen abtauchen, aber das tut mir leid, das muss halt so. Und jetzt hier wird er uns wahrscheinlich die halbe Brücke wegreißen. So, blub, blub. So, wir haben viel zu hohe Geldausgaben. Viel zu hohe. Viel zu hohe. Der wird mir hier unten alles wegreißen, ne? Und das hier unten ist auch nur so ein Gerippe, dass es nicht halten wird. Ich frage mich vor allem, wie denkt der sich denn das? Wahrscheinlich, dass ich jetzt hier die Hydraulik hochmache. Dann, ja. Das ist doch auch Käse. Und was, wenn nicht?
Ich will es einfach. Ich weiß, ich werde es so wahrscheinlich nicht schlussendlich machen, aber. Das will ich halt mal austesten. Warum eigentlich hat das Ganze da unten nicht? Ich meine, wir können es ja alles wieder redoen, das ist ja kein Problem. So. Bleibt ihr dann einfach stehen, oder? Ich glaube, dann ist einfach Level failed, glaube ich. Könnt ihr mir gerade so vorstellen. Krachtenbad. Hier drüben, glaube ich. Hier, die da. Die machen wir vielleicht auch nochmal Stahl. So. Stahl, Stahl. Das hier sieht auch ein bisschen artwacklich aus. To be honest. Ja, passt schon. Ah, der fährt jetzt aber so lange weiter, bis er aus der Map fällt. Beziehungsweise. Bis er irgendwann mal seinen geliebten Checkpoint erreicht hat. Das reicht ja nicht, ne? So eine kleine Delle, nee, das reicht nicht. Obwohl, er hat ihn schon gekriegt. Das Problem ist, die Brücke ist danach, war danach weg. Das ist halt die andere Problematik. Boah, man ist gerade auch viel zu warm, um zu denken. Pass mal auf. Also das können wir uns, glaube ich, so eigentlich echt knicken. Wir müssen da mit Hydraulik ran. Ansonsten ist das Käse. Können wir uns das echt in die Haare schmieren. Aber wenn wir es schaffen, beziehungsweise wenn wir Glück haben, kommen wir über C2 noch drüber. So quasi nur C1 mit Hydraulik bedienen müssen, sozusagen. Das bedeutet, der müsste ja dann irgendwie hier rüber so. So, wir müssen jetzt hier, ist ein Ticken zu hoch. So wird es noch gehen. So kriegt er den wahrscheinlich noch. So. Nö. This is too far away. This is too Faraday. So, Entschuldigung. Das war der faradayische Käfig. Hat bestimmt auch schon einigen Leuten das Leben gerettet. So. Ganz klar, labert wieder irgendeinen Schmuh zusammen. Hauptsache, dass die Leute sich unterhalten fühlen und noch was dabei lernen. Liebe Leute, das ist wichtig. Bildet euch immer weiter. Und bildet euch nicht so einfach an. Dieses komische Gerippe, da können wir auch mal wieder reinzwiebeln. Ich meine, kostet ja nur so ungefähr so 500.000. So, Bill Gates wäre stolz auf mich. So. Weil das so viel Geld hat, verstehst du? So, okay. Heute kann nämlich nicht die Mütze voll. Du hast doch bestimmt auch 1 Million YouTube-Money. Ja, ich habe sehr viel YouTube-Money. Mit meinen 65, 66 Abonnenten mittlerweile. Meine Herren, bin ich schnell gewachsen. Sie werden so schnell groß. So, weiter Brücken bauen, bitte. Danke. So, ich werde gerade ein bisschen, naja. So ein bisschen, ich fühle mich gerade wie so 50 Jahre in der Psychoanstalt oder so. Weil, diese Hitze, das ist einfach, Grenze Karl, verleih doch mal deinen komischen Lauten mal bitte Worte. Wenn ich einfach nur Ziegenlaute. Ja. Es wäre schön, wenn, aber leider sind meine Stimmbänder dafür nicht geschaffen. Ach ja. Ich wünschte, wir könnten wie in. Boah, wie hieß denn das nochmal? Nicht Day of Tomorrow. Film habe ich doch was gestern eingeschaut, das geht doch nicht. Wie hieß denn der? Baum? Nein. Independence Day, danke. Das wäre auch so, wie die Aliens da Telepathie machen können. Wäre voll cool.
Aber nein, können wir nicht. Bin ich traurig. Aber man muss sie halt manchmal auch ein bisschen aus Notsituationen helfen. Oder sie einfach zerstören und dann einfach auf das komplette System einfach eine formvollendete Wurst drücken. So, bitte lassen wir das. Polybridge ist jugendfrei. Aber wie wir wissen, Maika macht das Würstchen. Ja, also wir nehmen eine bezahlte Kooperation mit Maika. Nein, natürlich nicht. Auch nicht mit irgendwelchen Toilettenfirmen oder irgendwelchen Regina oder wie die alle heißen, die ganze Klopapierfirmen. Grinsekar, was hast du denn für Hobbys? Ja, ich stehe gerne im Supermarkt und lerne die Klopapierfirmen auswendig. Wer tut denn das nicht? Habt ihr das noch nie getan? Okay. So, das hält schon mal, as you can see. Das bricht einfach hier. Hä? Das bricht einfach hier zusammen. So, Glock. Also das ein für sich funktioniert hier schon mal nicht, okay. So, jetzt bricht's hier. Aber halb so wild, das können wir nachher noch ausbessern. Warum auch immer das jetzt. Warte kurz, warum bricht das jetzt hier? Strange. So, Problem gelöst. Jetzt bricht das hier, hä? Gelöst. Ich wollte hier aber keine Stahlbrücke. Wenn jetzt das bricht. Okay, es wabbelt. Wenn das da unten halt eben nicht hält. Da bräuchten wir eigentlich noch so eine Querverstrebung. Aber es geht halt nicht, weil da C2 ist. Ach, wir bräuchten vielleicht. Aha. So, halt. Schnorchel. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht alles hier nicht. Das bedeutet, warte kurz. Wir müssen hier abstützen, oder? So. Und dann hier. Ah, da ist ein Mann vom Fach. Der kriegt da schön. Sprachen Sie. Okay. Wir haben hier ein bisschen Probleme. So, jetzt bricht das hier hinten. Na, das da. Dieses Dingen. Das Dingen. Das geht gerade noch so, aber so weit von. Ich glaube, das wird uns schon fast auseinanderbrechen. Und zwar Max-Ober-Über-Budget. Das da unten, das ist auch total senseless. Also das können wir echt rausschmeißen. Das bringt überhaupt nicht. Das wappelt da von links nach rechts und von A nach B. So wirklich bringen tut das nicht. So, sobald das Auto hier da drauf ist, wird diese ganze Karosserie hier sowas von zusammenbrechen. Fahr, Autochen. Aha. Okay, positiv. Er kriegt schon mal den Checkpoint. Negativ, hier bricht mir die ganze Schose bricht mir einfach zusammen. Wir verstärken mal ganz kurz die Straßen. Durch Stahl. Stahl. Der hat gerade, glaube ich, irgendwas rausgerissen. Was für ein Depp. Hä? Was passiert denn hier hinten immer? So, er fährt. So, also erstmal bricht das, dann bricht das und dann bricht uns zum Schluss alles ein. Das ist nützlich zu wissen, danke. So. Das Teil, das ist aber auch sowas von instabil hier. Aber es hält. Ich verstehe bis heute nicht, warum es hält. Hier bricht es dann zum Schluss zusammen. Ich verstehe nicht, warum. Ah. It's holding. So. Autochen ist immer schon mal drüber. Menschenleben sind gerettet. Woohoo. Jetzt müssen wir noch irgendwie das. Das Jote. Ja, das bringt natürlich nichts. Das hier muss nämlich auch rüber. Ansonsten ist. Haben wir hier eine. Ist die Kacke hier echt am Dampfen? Sorry. Das muss rüber, das muss rüber, das muss. Das muss. Das muss rüber,
Straße muss rüber. So. Haben wir das da und haben wir das da. Wird das mehr auseinandergedriftet? So, das brauchen wir jetzt aber dafür nicht. Ah, ich kann das nicht anschauen, das ist total instabil. Das wubbelt hier. Das ging gerade noch so gut, hey. Lecker von euch ist das hier immer. So, Bussi ist drüber. Alter, dass das hält. Meine Nerven. Stopp. Danke. So. Boot 1 fährt durch. Boot 2. Reißt mir die ganze Chose auseinander. Das ist scheiße. Okay. Das geht schon mal so. Also nicht. Genau, so machen wir das. Grinsekal. Echt klasse Idee. So. Wie machen wir das jetzt ja auch nicht so? Eher proportional, sondern ein bisschen kleiner. Wenn die einfach nur so ein bisschen kleiner machen würden. Wären wir schon ziemlich schnell wieder im Rennen. Hier habe ich aber ehrlich gesagt Angst, dass ich hier irgendwas verändere. Weil das könnte echt unser Tod bedeuten. So hätten wir schon mal kein Überbudget, das nahe oder nahe der kleine Nachteil ist. Die ganze Brücke wird uns jetzt sowas von auf den Kopf fallen. Was war das denn jetzt? Sondern das ist gerade hier eben für eine neue schlagartige Idee. Er fährt hier rüber, ja, das ist klar. Er bricht das einfach. Einfach keinen Bock mehr hier. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das muss halten. Halte! Theoretisch könnten wir aber auch hier drüben ein bisschen abstützen. Ich frage mich halt, mit welchem Geld? So, Autochen schafft. Autochen schafft, Autochen schafft. Autochen hüpft. Brücke ächzt, Brücke bricht. Gut. Das war gerade meine tolle Vertonung des Ganzen. Diese Kabel, die haben aber auch nie etwas genützt. Aber sowas von partout nie. So, weil das Problem ist, das Kabel zieht und dann fällt die ganze Brücke. Weil das ganze Kabel zieht dann die ganze Brücke hier rüber. Das bedeutet, dann bricht uns die ganze Chose einfach in die Richtung zusammen. Das ist ein toller neuer Fortschritt, den wir da erlangt haben. Echt klasse. Bin ich echt stolz auf uns. So, wir verstärken das so lange mit Stahl, bis das passt. Ja. Stahl, Stahl, Stahl. Nein, warum machst du das? Ich kann hier nichts tun. Verstehst du, ich kann hier nichts stützen. Das geht halt nicht. Das ist halt unmöglich. Nichts ist unmöglich, Toyota. Doch, das ist unmöglich, Toyota. So. Bin jetzt beleidigt mit euch. Ich hab schon abgestützt. Was soll ich denn noch machen? Wenn ich jetzt hier irgendwas reinbaue, ist jetzt, baue ich hier toll Stahl rein, ja? Dann fährt, dann hält das, ja. Autochen ist glücklich. Okay, hält immer noch nicht. Aber es würde halten. Denn die große Fehlerquelle liegt hier drüben. Aber das hier muss man auch noch durch Stahl ersetzen. Das geht doch gar nicht. Mit welchem Geld? Mit welchem Geld, Leute? Mit welchem Geld? Oh Mann, Leute. Ich habe schon Überlänge. Es bricht immer noch. Warum? Wegen dem halt da drüben oder was? Wo bricht das? So, fahr. Stopp. Stopp. Das da drüben bricht. Das hier. Kümmern wir uns also erstmal darum. So, das scheint schon mal gut zu funktionieren. Hier jumpt er allerdings. Das ist nämlich schlecht. Schlecht für das Geschäft. So, jetzt fährt der so rum, aber jetzt jumpt er da oben. Er fährt noch gegen die Fallrichtung. Finde ich auch cool. So, jetzt bricht er da hinten. Die oberen Strähnen müssen alle aus Stahl sein. Ansonsten kriegen wir diese Brücke ja nicht hin.
Es bricht hier hinten. Hier hinten bricht es aber zuerst. So, wir müssen jetzt gerade alles mit Stahl verstärken. Das kriegen wir doch niemals mit normalem Budget hin. Am Anfang war ich zwar noch optimistisch, aber jetzt kriegen wir das doch nicht hin. So, Stahl. So, ich weiß, heute hat es ein bisschen Überlänge, liebe Leute, aber es führt kein Weg daran vorbei. Wir müssen. Vielleicht hat das auch schon den letzten Tag ein bisschen Überlänge. So, also, immerhin, Autochen ist durch, okay? Autochen ist durch. So, jetzt, Autochen ist durch. Jetzt, ach, guck mal, das Stahl hier. Ach nein, das war ja mein Demonstrativzweck. Autochen ist immer noch nicht durch. Autochen hat immer noch Probleme. Und gerade sogar psychische, wenn das so weitergeht. Das gibt's doch wohl nicht. Ich glaube, das müssen wir nochmal neu machen. So geht das doch nicht. Das hat schon mal alles deutlich vereinfacht. Autochen hat es geschafft. So, perfekt. Jetzt, ach so, das ist noch ein zweites Auto. Au, okay. Gut, aber wenn es der Bus schon drüber gepackt hat, dann wird es diese Familienkarre das auch noch drüber schaffen. Ich bin mir sehr, sehr sicher. So, try again. And cry again, I think. Der Witz, der wird auch nie alt. Er hat zwar schon so ein Bart, aber ganz im Ernst. So, wir vereinfachen gerade hier ein bisschen. So, einfach Road. Und Wood. Ich meine, wir haben es ja jetzt unten abgestützt, von dem her. Hoffe ich einfach mal. Das hilft. Also, das hilft so. Mit. So, wir haben jetzt immer schon mal 10.000 rausgekitzelt. Das hier muss allerdings Stahl sein, ansonsten bricht uns hier alles auseinander. Beziehungsweise, das können wir Wood lassen und das da unten muss Stahl, oder wie? Sehe ich das gerade richtig? Ich glaube, das können wir echt aufgeben, weil guck mal. Okay. Und wie die hier haben auch irgendwie so keinen Zweck. Okay, gut, das schaffen wir schon mal. Was passiert jetzt, wenn wir jetzt die zwei da in der Mitte rausmachen? Bricht uns hier alles auseinander, oder? Hat uns auch noch 2000 gebracht, für den wir das auch. Nee, das ist okay. Okay. So, wir werden immer mehr rausschmeißen müssen. Wenn wir das jetzt hier noch ein bisschen zusammenquetschen. Jetzt haben wir jetzt immer nur noch 10.000 über dem Budget. Ich freue mich. Machen wir das hier aus Wood. So, hier müssen wir schon ein bisschen vorsichtiger sein, aber ich probiere es trotzdem mal. Also so ein Riesenunterschied hat das schon mal nicht gebracht. Und sie können es ehrlich sein, okay, so bricht das schon mal so oder so auseinander. Nee. Also liebe Leute, wir gehen raus. Wir haben das Level geschafft. Ah. Wir haben das Level schon mal definitiv geschafft, ja. Also das Level ist schon mal geschafft. Wir haben es zwar noch absolviert. Aber wir haben es geschafft, okay? Also das war jetzt heute nicht so erfolgreich. Die letzten zwei waren jetzt nicht so erfolgreich. Aber wenn ich mir das schon mal anschaue, es sieht schon deutlich besser aus. Ja, also nur das hier darüber und dann halt der Baum halt da oben drüber und dann ist das gut. Ja, also das sollte eigentlich schon gehen. Das werden wir dann aber das nächste Mal machen bei Polybridge. Also seid gespannt, wie ich das nächste Mal lösen werde. Schreibt vielleicht auch schon.
heute eure Lösungsvorschläge unten rein. Nächsten Mittwoch geht's weiter. Und ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr dem Kater noch ein wunderbares Abo in die Pfoten reindrückt, in die gierigen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche dann auch wiedersehen. Ne? Nächste Woche Mittwoch nicht vergessen, in den Kalender eintragen. Liebe Leute, ich freue mich auf euch. Ihr wart ein wunderbares Publikum heute. Ihr habt mich förmlich angeschrien heute. Also das war ja wirklich Heureka. Na? Also auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao mit K.